Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video von der Baby Shopping Tour Reihe. Wir haben hier ein paar Sachen, drei Sachen sind davon neu gekauft, eins ist was älter, da habe ich, wann habe ich denn das gekauft, also vorher? Ja. Ja, voriges Jahr oder so, weil Frauchen und ich, wir hatten uns ja entschieden voriges Jahr, also ich wollte ja eigentlich immer nicht nochmal, aber Frauchen hat noch nicht und ich würde euch ja nochmal alles von Anfang an sehen und ich will auch mit drin in Kreißsaal, ist Kreißsaal, oder? Ja, und ich will die Nabelschnur durchschneiden, ich will alles erleben, alles. Und da habe ich dann in weiser Voraussicht, weil es eigentlich auch nur, weil es mal im Angebot war, über die Hälfte runtergesenkt, habe ich mir so einen Baby-Safety-Monitor geholt. Heißt so, ist aber eigentlich nur ein Spiegel. Ja, so. Und das ist halt praktisch, was? Mirror. Mirror. Ja, Spiegel. Spiegel. Ach, Mirror ist Spiegel? Mhm. Ach, dann heißt Mirror's Age, Spiegel, noch irgendwas. Coole Sache. Jetzt weiß ich, oh, nee, das ist halt scheiße, wenn man kein Englisch kann. Und so seht ihr, wie das läuft. Also, der dicke Punkt bin ich beim Fahren. Das ist der Kind und dann Kind Spiegel, Spiegel zu nach vorne, zu meinem Spiegel. Ja. Und hier seht ihr dann auch. Kann ich ja auch mal auspacken. Das ist dann halt hier so eine fette Halterung. Also hier kommt der Spiegel dran festgemacht und hier hinten hast du dann halt so, die dann um die Lehne gehen. Dann hast du halt hier das nochmal. Da kommt der Spiegel ran, also das hier kommt der Spiegel wahrscheinlich ran und das kommt dann da eingehakt, oder? Ja, das ist dann zum Einhaken da drin. Und dann kann man das halt, gut, jetzt gerade nicht. Kann man das, wenn, ich habe hier nicht genug Grip, dass ich das machen kann. Kann man, doch jetzt, kann man das verstellen, hoch, runter, links, rechts. So. Und hier ist dann der Spiegel und der hat dann halt diese große Aufnahmefläche auf der anderen Seite. Und hier ist der Spiegel, der ist dann halt noch mit einer Schutzfolie drauf und so, weil bis jetzt habe ich es ja, wie gesagt, noch nicht gebraucht. Aber ich habe es in weiser Voraussicht schon mal geholt, ihr habt. Weil Frauchen hat ja gesagt, du weißt ja gar nicht, ob ich überhaupt schwanger werden kann. Und ob das überhaupt alles klappt. Und da habe ich gesagt, ach, das, darum mache ich mir eigentlich eher weniger Probleme, dass du nicht schwanger werden kannst. Das klappt schon. Und wenn es nicht sofort klappt, klappt es später irgendwann. Also Frauchen war da immer am Anfang sehr pessimistisch. Und ich da eher der positive Part. Hat sie mich ausgelacht, weil ich es jetzt schon zu früh geholt habe. Wir haben gerade mal beschlossen, überhaupt anzufangen. Also, dass er die Pille absetzt. Und ich hole schon sowas. Was ist, wenn es nicht klappt? Sag ich, dann ist original verpackt, kann ich es immer noch verkaufen. So, haben wir das. Wollen wir das mal rüber. Dann kam heute endlich, nee, heute nicht, vor zwei Tagen oder drei Tagen, endlich. Oh, wir haben wieder Pappehase. Vom Fischerpreis das Mobile. Das kam heute endlich. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Vorgestern. 30 Minuten Musik. Wollen wir das auch gleich auspacken heute? Irgendwie Shoppingtour zeige ich es ja immer nur. Machen wir gleich. So, hier habe ich nur Kartons, das habe ich ja schon mal angekündigt, weil das hat Frauchen schon hochgebracht. Das ist ein Konvektomat, ein, was ist das? Flaschensteril. Ja, so wie so ein Konvektomat. Also kann man Flaschensteril machen mit einer Zange, damit man sich auch nicht die Pfoten verbrüht. Das hat sie schon aufgestellt. Extrem groß, das Ding. Bis zu 12 Flaschen? Okay. Achso, das ist noch vom USB-Kabel. Das kann auch weg. Das ist auch vom USB-Kabel, kann auch weg. Und dann noch ein Flaschentrockner. Der sieht echt cool aus von der Farbe her und so. Da kann man Flaschen, Nuckels, alle drauf machen. Unten in dem Grünen bleibt dann das Wasser drinne, da unten im Fuß. Und dann kann man den abmachen und abschütten. Wie viel hast du bezahlt? Weißt du das noch? Weiß ich nicht mehr. Die Links packe ich euch in die Videobeschreibung. Wird denn doch wohl was länger? Da ist noch das andere. Ach, ja, da ist noch was anderes. Stimmt.
Danke, Schatzi. Dann hat Schatzi hier noch was gekauft für Kinderwagen. Kinderwagen, Autoschale, was auch immer. Vielleicht holen wir noch ein zweites, weil wir das nicht immer abmachen wollen. Da kannst du denn halt so eingedreht, wickelst du da so rum und da ist halt so Haufen Klimbim dran, was Geräusche macht und knistert und keine Ahnung, dass halt Baby was zu tun hat. Auch halt von den Farben her so gehalten, dass es für Jungs und für Mädels interessant ist. Oder interessant, dem Alter kriegen sie das ja noch nicht mit. Ist denen ja scheißegal, Hauptsache zum Spielen. Weil wir immer noch nicht wissen, was es wird. Vielleicht am 13. Vielleicht am 13. Bei der Feindiagnostik. Könntest du mir mal bitte von meinem PC-Tisch die Verpackung mit den Akkus geben oder mit den Batterien geben? Weil die sind schon gleich am Anfang gekommen, wo ich das bestellt hatte. Und ich fand das nämlich so süß mit dem Bärchen, weil da sind nicht nur Bärchen dran, Dankeschön, Schatzi, da sind nicht nur Bärchen dran, das sind verkleidete Bärchen. Kannst du die rausholen, Hasi? Nicht? Noch mehr Pappe. Ach du Scheiße, muss man ja alles noch zusammenbauen. Hier sind auch Aufkleber drauf, Hase, glaube ich. Kannst du raufkleben. Aber ich weiß nicht, warum und wozu. Hier, les mal und sag mir, wo es hin muss. So. Ich habe gedacht, das ist schon zusammengebaut. Doch, das sind Aufkleber. Ja. Nichts Deutsches, oder was? Warnschilder oder Warnaufkleber in verschiedenen Sprachen. In Deutsch auch mit bei? Was steht da drauf? Mögliche Verletzung steht drauf. Mhm. Man soll keine zusätzlichen Schnüre, Bänder oder sowas an diesem Produkt anbringen. Alter Geburt bis 5 Monate. Ja, da haben wir ja noch Luft nach oben. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich guck gerade, wie man das aufkriegt. So ist schon richtig. Ist schon eine Anleitung. Ach so. Ach, da ist Anleitung, Hase. Wer braucht denn heutzutage eine Anleitung? Wenn man es kaputt kriegen will, braucht man keine. Wenn man kaputt. Was? Ich habe es jetzt so viel gemacht und nicht kaputt gekriegt. So, dann können wir das hier runterheben. Okay. Also hier kommen nur 4 Batterien rein. Wie viel haben die mir denn da geschickt? Bin nämlich so neugierig auf das Ding. Ach du Scheiße. Ja. 2x4. Also 8 Stück. Vielleicht kommen noch irgendwo welche rein. Vierer für den Motor, vierer für das Licht oder so, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Und ich habe extra mit Batterien geholt, weil das ohne Batterien war mit Versand. Und das mit Batterien war ohne Versand. Ich habe auch noch mit Akkus. Aber
Wenn ich es ohne Batterien geholt hätte, hätte ich halt, wie gesagt, 4,99 € Versand bezahlen müssen. Und bei mit Batterien hat es 3 oder 4 € mehr gekostet als ohne Batterien, aber ohne Versand halt. Und da habe ich gesagt, das ist Schwachsinn, wenn ich ohne Batterien hole. Wenn ich ohne Batterien hole, zahle ich genauso viel, also ein bisschen mehr als ohne, als mit. Und bei mit habe ich keinen Versand. Also habe ich gedacht, naja, dann machst du das lieber so. Hast du so ja noch hier gespart. Ach, wer geht denn hier hin? Ja, irgendwie geht die eine Schraube hier nicht rein. Kruzifix-Türkner ins. Also die anderen Schrauben sind hier alle schön fest. Ich schraube die jetzt nochmal ab. Sind 3 Schrauben dran. Die machen sich wirklich gut, die 2, aber die 3, die macht Probleme, die will nicht. Oder ist die fest? Hab's angemacht. So, aus. Ne, das ist immer noch fest. Also funktionieren tut schon mal, das ist schon mal gut. Aber da ist keine Winde drin, glaube ich. Hier, das ist fest und das hier unten ist fest. Aber die will nicht festgehen. Und wenn ich jetzt nicht falsch gucke, ist da keine Winde drin? Guck du mal nach, bitte. Das, da ist, guck mal die anderen Löcher an, da ist Silber, da ist eine Winde, bei dem ist keine Winde, wa? Das ist reingerutscht, das ist die Winde. Das ist reingerutscht? Ja, das ist tiefer. Ja, das ist nicht richtig festes Gewinde. So, ja. Ja, aber ich krieg's oben ohne ab. Nee, das Gewinde ist... Also bei dem Ehen ist es kaputt. Obwohl, ich könnte das mal hier außen abschrauben und dann versuchen, reinzustecken. Ja, aber dann hast du keine Garantie, beziehungsweise mal drauf schickt, das zurück. Ach, ich schicke da nichts zurück. Das bekommt angebaut, fertig ist. Jetzt machen wir das hier. Do it yourself. Wird ja nicht so schwer sein, hier Jan zu kriegen. Laufen tut's, aber muss ja auch sicher sein. Ich habe ja auch keinen Bock, dass es ihm, ihr auf den Kopf fällt. Weil das ist ja die untere Seite, weißt du? Und da wird das festgemacht. Ja, das würde vielleicht noch halten, gerade so. Aber na, ich weiß es nicht. Bin mir da halt nicht so sicher. Ja, das wird eine etwas längere Baby-Shopping-Tour instant mal hier repariert. Weil das wusste ich vorher nicht. Weil, wie gesagt, das war ja noch alles original verpackt. Ich wusste nicht, dass es kaputt ist. Aber ich bin auch so neugierig darauf. Ich würde dazu gerne jetzt sehen, wie das... Aber bevor man das komplett alles macht, soll das ja auch ganz sein. Und das Gewinde, das ist halt, ich denke mal, das ist so wie bei vielen Weckern oder anderen Plasteprodukten, dass in diesem langen Plastesteg eine Vorrichtung ist, wo eine Mutter drin ist. Und die wird halt da drin gehalten, weil das Loch halt so geformt ist wie die Mutter. Und dadurch rutscht es denn nicht. Und es wird hier wahrscheinlich so sein, dass die Mutter da rausgerutscht ist, bei der Fahrt oder so. Also beim Transport.
So. Mal gucken, wo war denn das jetzt? So, das kommt hier rauf. Nee. Nee, da kommen wir leider gar nicht ran. Weil das ist hier verengt. Also das ist so, das ist hier. Da. Da kommt die Mutter nicht raus. Also man kann da nicht irgendwas justieren. Also hat sich das erledigt, können wir das alles wieder zuschrauben. Muss das nur hier oben irgendwie wieder raufkriegen. So. Achso, ich kann euch mal den Innenleben zeigen, das sieht so aus. Alles auch von innen gut verarbeitet, muss ich sagen. Die Kabel sind ein bisschen dürre, finde ich. Gut, wenn man es nicht aufschraubt und da gerade doll rangeht. Aber ist halt so wie bei vielen technischen Sachen, dass da halt wirklich nur so das Notdürftigste an Kabeln dran ist. Und dann halt auch nur die kleinen schmalen. Gut, es reicht ja aus. Es ist ja nicht so, dass hier unendlich Spannung drauf ist. So. Ja, ist das nicht nächste, wo ich den Hersteller heute noch anschreiben muss? Bei meinem PC-Stuhl muss ich den Hersteller anschreiben. Den muss ich hier anschreiben, also Verkäufer muss ich anschreiben und sagen, dass da eine Mutter nicht fest ist. Es häuft sich, ja. Es ist nicht mehr so wie früher, wo man bei Amazon alles kaufen konnte. Es ist jetzt mittlerweile echt. Guck mal, beim Lüfter war es. Ja. Dann jetzt beim PC-Stuhl. Mhm. Aber ich denke immer nicht, dass die Verkäufer großartig was dafür können. Das ist die Herstellung. Die Herstellung wird halt immer billiger, billiger, billiger gemacht. Und dadurch. Ja, man will ja auch billige Produkte haben. Ist ja nicht so, dass man. Ich wollte ja auch keinen Stuhl für 500 Euro kaufen. Aber das ist dann schon ärgerlich. Vor allem, wenn man dann wieder 3-4 Wochen warten muss, bis das dann halt Jans kommt. Weil ich habe jetzt, wann habe ich das bestellt? Vor dem Monat, Hase. Mhm. Nee, Anfang des Monats. Das sollte ja eigentlich erst am 7. August kommen. Weil, guckt, also das sind jetzt hier praktisch 3 Schrauben. Hier unten ist eine, hier oben und hier. Das wird so reingemacht. So. Und dann würde es so gehalten. Also das würde vielleicht noch, also eigentlich würde das schon gehen. Ich würde jetzt sagen, das hält, weil das ja hier an dieser Stange dran ist. Nein, aber zieht, oben halt nicht. Da zieht ja keiner dran. Da zieht ja auch keiner dran, richtig. Ach, Eva, das jetzt zurückschicken, Hase, ist ja auch doof, wa? Wir können es ausprobieren, anbasteln und gucken, ob es hält oder nicht. Richtig. Dann können wir immer noch entscheiden. Genau. Wir bauen das an und dann wackeln wir dran und entweder hält oder hält es nicht. Und wenn es nicht hält, jetzt zurück. Mhm. Wie gesagt, hier ist schön fest. Auch die untere Schraube ist schön fest, aber oben ist halt die Mutter weg. Die ist runtergerutscht und man kann sie halt auch nicht nachziehen. Ich könnte das jetzt natürlich abschneiden, das oben, dass ich da besser mit der Nadel rankomme und die Mutter vielleicht ein bisschen runterschieben. Dann würde das auch halten, aber dann geht die Garantie verloren. Und wer weiß, ob ich die Mutter, vielleicht ist ja so verkantet, dass ich die dann vielleicht ja nicht richtig rinkriege. Warte mal, wir können ja. Ich versuch's mal über Kopf. Ja, die ist komplett. Ne, hat keinen Sinn. Ja, dann lassen wir sie weg. So, dann haben wir das. Ist das hier irgendwie fest? Nee. Haben wir hier noch mehr.
machen wir das erstmal ran. Und hier haben wir dann praktisch die Halterung, was ich euch eben gesagt habe. Die wird hier nur hochgeschoben. Die klickt dann ein. Da haben wir dann hier unten so einen kleinen Hebel, dass wir das rausmachen können. Wir müssen die Schraube hier rausmachen, um die Batterien zu wechseln. Und das ist da der Hebel, so wie etwa beim Laptop. So. Ach so. Guck mal. Mhm. Dass das was am Tisch rankommt. Am Bett rankommt. Ach so, das wird so festgemacht, Hasi. Mit Gummis. Und was ich halt richtig geil fand. So. So wird das dann festgemacht. Das wird dann durchs Bett so durchgemacht. Und dann hat man hier auch noch Schnur, um das festzubinden. Aber ich zeige euch mal das Geilste überhaupt. Das weiß ja meine Frau noch gar nicht. Hier ist auch ein Warnaufkleber drauf hinten auf dem Ding, Hase. Hier kommen die, ganz toll, hier kommen kleineren. Und die haben sie nicht mitgeschickt. Also, Gott sei Dank habe ich noch genug Akkus da. Batterien. Müssen wir auch aufschreiben, Hase, ich muss heute Batterien kaufen. Ich habe nur noch 5 Stück. Ganz toll. Da war ein Angebot mit Batterien. Ja, und was kriege ich? Falschen Batterien. Also, genug Batterien für da oben, aber hier nichts. So. Ist das richtig? Mal gucken. Nicht, dass ich sie falsch zusammen mache hier. Das nach oben. Ne, ist richtig. So rum kommt es. Ich habe mir ja was gedacht. Ich habe das ja nicht nur wegen den coolen Bärchen geholt. So. Kommen hier auch noch irgendwo Batterien drin? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Jetzt müssen wir das hier noch irgendwie festkriegen. Ah, wie? Ich krieg's nicht fest. Aber ich glaube, es kommt so. So. Und oben genauso. So. Und dann hat man dann das so. Mit einem Schmetterling da. So ist es dann fest. Dann haben wir hier die Bärchen. Endlich kann ich die Bärchen auspacken. Nee. Die haben hier. Plaste dran. Ist aber auch beschissen festgemacht hier, ey. Nächste Pappe.
Als Messer macht sich besser als die große Schere. So. Da muss man nämlich aufpassen, wenn wir das hier haben. Die sind nämlich gut festgemacht, aber die Plaste darf ja nicht hier irgendwo rumbaumeln. Also das, ach so, das ist im Schlafanzug irgendwie drin. Naja, halt, weg. Nicht, dass es dem Kind auf den Kopf fällt und... Oder in den Mund. Oder in den Mund, noch schlimmer. Reicht ja schon, wenn der Vater alles im Mund nimmt. So. Ja, die sind definitiv unterm Schlafanzug festgemacht, aber... Ja. Müssen wir jetzt so ein bisschen machen, damit das raus jetzt so. Die andere Hälfte ist hier auch irgendwo. So. Ist raus. Jetzt krieg ich es auch richtig raus. Nachdem ich die... Zwischendurch waren auch so dicke Bobbles dran, ne? So. So, jetzt haben wir praktisch hier nur so einen Knoten. Ein Bällchen hängen auch richtig an der Schnur dran. Und den Knoten macht man einfach hier ins Loch rein. Wenn es einfach gehen würde, wäre es einfacher. So. Und dann schiebt man das nach vorne. So. Auf der anderen Seite Knoten festhalten, nach vorne ziehen und so, dann hängt das hier dran. Das müssen wir jetzt noch zweimal machen. So. Gucken, dass die relativ gleich gucken, also gleiche Richtung. Nicht, dass ein Bär rückwärts fliegt. Sieht ja auch scheiße aus. Also so Verarbeitung ist erste Sahne, das kann ich schon mal sagen. Halt doof mit dieser ehen Schraube, aber sowas kann halt immer mal wieder passieren und passiert in der heutigen Zeit auch immer öfter. Aber sonst keine scharfen Eckenkanten dran. So. So, fertig. So sind die Bärchen jetzt dran. Und dann haben wir hier oben. Wartet. Hier Licht. Das strahlt dann zur Decke Sterne. Die Bärchen drehen sich auch. Wartet. Ich muss das mal so auf den Tisch aufsetzen, so ein bisschen. So, wir können das Licht auch ausmachen. So ist Licht aus. Wir können das Licht auch anmachen. Dann geht es nicht sofort an, sondern so in Stufen. Wir können das Drehen ausmachen. Nee, anmachen. Dann drehen die Bärchen sich jetzt hier. So, seht ihr das? Können das ausmachen. Dann drehen sie sich halt nur minimal. Hier ist Musik. Das soll Meeresrauschen sein, oder? Hört sich aber wie ein Störbild. Also wir haben hier Liedertaste, Musik, dann drehen. Natur, das ist grün. Grillenzuppen. Grillenzuppen. Musik und drehen. Hört sich ein bisschen wie ein Rausch. Ha? Ja, ja, das hört sich aber nicht wie Meeresrauschen an. Das hört sich an wie ein Störbild, Testbild.
Und dann halt hier, das macht man halt mit diesen Tasten, mit den dreien. Und hier haben wir dann halt Licht an und aus. Müsst ihr kurz warten, geht jetzt gleich an, langsam hier. Und wir können aber auch sagen, ach so, das ist verschiedene Lautstärken. Zwei Lautstärken und stumm. So. Und es dreht sich jetzt hier die ganze Zeit. Also wenn wir jetzt hier wieder Ton anmachen. Achso, nee, das ist komplett aus. Um Ton auszukriegen, muss man einmal komplett ausschalten, wieder anmachen. So. Und eigentlich ist das eine Fernbedienung. Die ist eingeschaltet. Ich habe Batterien drin. Und eigentlich ist das eine Fernbedienung, die du anhängen kannst. Und dann kannst du... Ah, jetzt. Kannst du eine andere Melodie anmachen. Hörst du die Tasse? Und da kann man dann halt gucken, weil wenn es blägt von in und derselben Musik, kann man sagen, oh ju, machen wir halt was anderes an. So, der kommt dann so hier rein, irgendwie. So. Und dann kommt das so halt ans Bett, so am Lattenrost. Hier haben wir unten auch so eine Einkerbung. Ja? Und dann kommt das hier so immer rum, hier durch. Und dann auf der anderen Seite raus und hier kann man es dann wieder einhaken. Ja, was sagst du? Sieht schön aus. Habe ich gut gekauft? Mhm. Sieht aus. Ja. Und da passt es auch ganz gut. Hier haben wir auch dann auch nochmal ein Bärchen drauf. Und mit der Fernbedienung passt ganz gut, weil wir haben ja jetzt bei Frauchen oben, neben Kinderzimmer, ist halt so ein goldener Haken. Da kann sie dann die Fernbedienung anhängen. Und wenn sie sagt, oh, RCS blägt, andere Musik. Und dann passt das. So. Und das ist ja, wie gesagt, seht ihr ja hier unten, stabil. Und die Schraube hält halt praktisch nur das Oberteil. Nicht das Unterteil. Also dürfte da nichts rausfallen, umfallen, Baby auf den Kopf fallen, wenn mir die Batterien runterrollt. Also sind wir da schon mal auf der sicheren Seite. Ja. Das war jetzt mal ein etwas längeres Babyshopping, hier spontan aufbaumäßig. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen freuen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Das andere Ding ist ja schon festgebaut. Das habe ich ja in der Roomtour seht ihr das ja. Die werde ich euch mal da oben in der Infokarte verlinken. Dann könnt ihr die Roomtour sehen, wo ich Schatzis Wohnung gezeigt habe und Kinderzimmer und alle drum und dran. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Schlussstrich machen. Ich muss in eine Wanne. Ich muss nämlich gleich meine Tochter auch noch holen. Erstmal noch essen. Dann muss ich Tochter holen. Hier zum Kieferorthopäden. Meine Tochter kriegt nämlich eine Spanne. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. A-Däumchen wäre Abträumchen. Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Curse.